Hallo meine Lieben, was ist heute? Gruß und Betag, ja genau, aber vor allem ist heute der internationale Tag des Containers. Das habt ihr nicht gewusst, was? Doch, doch. An diesem Tag heute wird weltweit die großartige Erfindung des Containers geehrt. Und zu diesem Anlass will ich mal auf das Wesen der Beichte im Beichtcontainer eingehen. Erstmal das Äußere, das ist ja wirklich nicht völlig egal, welche Farbe so ein Beichtcontainer hat. Also schaut mal da drüben, da gibt's jede Menge Container. Rot, blau, sogar grün, die geht natürlich gar nicht, total verrostet, mit einer blödsinnigen Aufschrift drauf, ohne Fenster. Gott, stellt euch vor, ja. Wir haben ja schon auf Facebook ein bisschen gefachsimpelt, welche Farbe mein Beichtcontainer haben sollte. Aber gut, da kann ich mich jetzt noch nicht gleich festlegen. Das braucht seine Zeit, die nehme ich mir. Wichtiger ist ja eigentlich die Raumfrage an sich, denn im Container finden wir alles, was es zu einer Beichtcontainer-Beichte braucht. Im Container spüren wir die Präsenz Gottes durch die Ritzepfeife. Der kalte Zeigefinger unseres Herrn liegt förmlich auf deiner Schulter, wenn ich mir deine Beichte anhöre. Da gibt's nichts, gar nichts, was die Beichte stören könnte. Kein Schnickschnack, kein Jesuskitsch, kein Holzwurm. Nur du und ich in der Präsenz des Allerheiligsten. Schwester Susan, die sich jetzt bei mir einschleimt. Ja, so, jetzt nicht. Ja, also diese ganze aufgeblasene Opulenz der Großkopfer. Nee, danke, ja? Pater Paul, voll Teufel. Was weiß der denn schon? Was wir im Container machen, ist elementare Basisarbeit. Ja? Aber da wird der schnell neidisch werden, der Pater Paul, wenn ich uns noch ein schönes Sofa zur Beichte reinhole. Ja? Da könnt ihr dann das Beichten im Liegen ausprobieren. Und schön kuschelig. Meine Lieben, schreibt mir doch einfach eure Wünsche, wie wir den neuen Beichtcontainer ausgestalten können, damit das dann ein richtiger Renner wird. So. Und jetzt tschüss und nochmal alles Gute und Liebe zum Tag des Containers. Euer Wolfgang.